Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einem neuen Daily Vlog hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe meine beiden Adventskalender, die ich einmal auspacken möchte wieder mit euch. Und ich habe den ganzen Adventskalender von der lieben Kathi hier hinten verteilt. So habe ich einen besseren Überblick. Und das ist Türchen Nummer 2. Schauen wir mal. Timmy ist auch ganz neugierig. Süßigkeiten! Ich habe Süßigkeiten! Mein Sohn hatte heute Nudeln. Da, die beiden sind drin. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Yay! Da freuen wir uns riesig drüber. Und mein Duft-Adventskalender muss ich erstmal Nummer 2 suchen gehen. Nummer 20 ist nicht Nummer 2, ne? Kann ein bisschen dauern. Kann nicht dauern, happen. So. Hängen wir gleich wieder hin. So, Nummer 2. Gucken wir mal in meinen Duft-Adventskalender, was drin ist. Tim? Und heute ist ein Smoky-Eis drin. Keine Ahnung, nach was das riecht. Aber so sieht's aus. Okay, bis später. Hey, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück. Warum ich das jetzt gesagt habe, weiß ich auch nicht. Ist total bescheuert. Ihr habt mich ja heute schon gesehen. Ja, ist ein bisschen lauter. Ich hoffe, dass das so mit dem Ton hinhaut. Neben mir ist halt eine Straße. Und es könnte sein, dass es ein bisschen zu laut ist und die mich gar nicht versteht. Aber ich dachte, ich probiere es einfach mal, euch mitzunehmen. Ja, ich bin auf dem Weg zum Flohmarkt und ihr seht, ich habe die Kamera dabei. Das heißt, ich versuche wieder ein bisschen zu filmen für euch. Und ein paar Eindrücke, was wir so kaufen, ja, also was ich kaufe. Normalerweise geht ja mein Mann einkaufen und der ist unterwegs und deswegen mache ich das heute. Ja, das mit der Straße ist super nervig, ne? Aber vielleicht könnt ihr ja doch was verstehen oder ihr genießt so ein bisschen die Landschaft hier. Ja, da wo ich hingehe, dieser Flora-Park, der ist nicht weit weg von uns. Da kann man zu Fuß hingehen, dauert so 10 bis 20 Minuten, je nachdem wie schnell man geht. Und ja, ihr seht die Straße, ne? Aber es kommt jetzt auch wer von vorne und deswegen werde ich wahrscheinlich mal die Kamera ausstellen. Leute, ich weiß, warum mein Mann immer einkaufen geht. Ich hasse es. Ich hasse es. Es ist einfach zu voll, zu viele Menschen. Es ist nicht meine Welt. Ich vergesse denn alles. Ja, und so ist es nun. Ich habe beim Einkaufen alles vergessen. Also nicht alles. Also schlimm war es jetzt auch nicht, ne? Aber so hinterher habe ich gedacht, oh, du willst noch das und das und das. Ja, Pustekuchen. Ich gehe bestimmt nicht nochmal da rein. Nee. Ja. Okay, so viel zum kurzen Update. Gut, einmal zurück. Wieder den Blick auf die Küche. Also so ein bisschen, ja. Ich habe jetzt mal den euren Lichtschalter da verhangen, damit man den nicht mehr so sieht. Das sah irgendwie doof aus. Ja, und genau. Ich mache drei Kreuze, wenn der Schrank hier steht und hier ein bisschen Ordnung reinkommt. Das sieht hier sehr kramig irgendwie aus. Gut. Aber es sind ja nur noch 14 Tage, ne? Die schaffen wir auch noch. Was habe ich jetzt eingekauft? Also ich habe da die Kamera nicht angemacht, weil war jetzt nicht so filmmäßig technisch möglich, weil zu viele Leute, ne? Ich habe zweimal Haferkonzentrat mitgenommen. Ja. Naja, gut, wenn mein Mann einkaufen geht, der kann ein bisschen mehr wegkriegen, aber ich kriege jetzt nicht so viel weg. Und deswegen, aber mit zweimal Haferkonzentrat sollte ja klarkommen. Für mich habe ich ja jetzt Hafermilch gekauft erstmal und gut ist. Dann habe ich zum Backen das da mitgenommen, das Dinkeln Vollkornmehl. Ja,
damit ich wieder schön fleißig meine Männer backen kann. Und ich habe 2 Gläschen von diesem Aubergine-Aufstrich mitgenommen. Ja, das essen jedenfalls die Männer am meisten. Ich nicht so, aber die Männer essen es am meisten, gerade zu meinem Abendbrot. Und ich habe mir wieder Pilzpaste mitgenommen. Ja, also ohne Pilze funktioniert es bei mir nicht. Früher war es der Käse, heute ist es der Pilz. Ich weiß es auch nicht. So, dann war die erste Tasche leer. Nächste Tasche. Das war mein Portemonnaie. Und dann habe ich neue Taschentücher fürs Kind. Die hier einmal mitgenommen aus der Box. Ja. 100% naturbelassener Farbton und 100 Stück sind da drin. Ja, Preise kann ich euch leider nicht sagen, habe ich verpennt. Dann habe ich noch diese süßen Servietten mitgenommen, die fand ich ultra süß. Ne? Die mussten irgendwie mit, aber bloß eine Packung reicht auch. Katzenfutter habe ich einmal das Iams Naturi. 2 Tütchen hatte ich davon, aber die kommt bestimmt auch gleich. Also einmal die Sorte. Genau. Fressen sie nur so. Nee, eigentlich wäre schon was anderes zu fressen, aber wir probieren es mal. Dann habe ich von Vitakraft, das versuche ich ihnen gerade zu füttern. Ja, keine Ahnung. Fressen sie auch nicht sehr gerne. Am liebsten Felix und Whiskas, aber am allerliebsten Felix. Und Felix gibt es nicht mehr, definitiv, nein. Nee. Am liebsten wäre mir noch was anderes, aber ich hätte lieber gern, dass sie bio und keine Ahnung und ohne irgendwas groß. Aber das kriege ich sie, glaube ich, nicht mehr hin. Und dann habe ich noch diese Packung mitgenommen für so. Ja, das ist ja dasselbe. Ja, es sind zweimal dieselben Packungen. Genau. Was zum Baden. Das ist Balea Thymian Minze, Kräuterbad, entspannt und beruhigend. Genau, 500 Milliliter. Ich hatte jetzt immer kleinere Dosen, aber das, ja. So, Beutelchen gab es diesmal gratis dazu. Kriege ich bestimmt Anmecker von zu Hause, wenn der Mann zu Hause ist. Was hast du denn da jetzt eben? Naja, passiert. Dann war ich schon ewig nicht mehr drin und glaube, hätte mich jetzt auch nicht reingelockt, wenn ich nicht einen neuen Haarreifen gekriegt hätte. Einen neuen Weihnachtshaarreifen. Meinen anderen, den habe ich noch, aber den trage ich schon das vierte Jahr. Auf jeden Fall das dritte. Also das dritte Mal würde ich ihn jetzt tragen und ich habe mich jetzt für einen neuen entschieden. Ja, einen neuen Podcast-Haarreifen da. Sehr schön, da freue ich mich. Ja, den hatte ich jetzt mitgenommen. Ah, eine kleine Spielerei. So, den habe ich für meinen Mann, wenn der jetzt wiederkommt, von seinem Lauf etwas mitgenommen. Nämlich das da von TTZ. Das ist Muskelentspannung, Gesundheitsbad, entspannt und revitalisiert, Entschuldigung, nach körperlichen Anstrengungen. Mit den ätherischen Ölen, Zitronenöl, Rosmarinöl, Minzöl und Eukalyptusöl. Jo. Vegan und frei vom Mikroplastik. TTZ ist sowieso eigentlich eine ganz gute Firma, gefällt mir ganz gut. Haben immer schöne Sachen. Ja, Adventskalender-Tee war sogar runtergesetzt. Da steht das erste Mal im Preis. Ihr habt mal das erste Mal im Preis. Und die sind so ultra süß immer. Achso, da ist die Schere. Wenn man die hinstellt. Wenn man es natürlich vorher nicht kaputt macht. Geht nicht auf.
dann kann man das so, und da kommt der Tee raus, so hier hinstellen und dann hat man da so eine schöne Schneelandschaft. Sieht das nicht? Sieht cool aus, ne? Ja. Ja, fragt mich nicht. Tee-Adventskalender besitze ich immer 20 Stück gefühlt. Übertrieben. Aber so ein paar. So, nochmal ein paar Streichhölzer durften mit. Das letzte Brot, was wir bei DM hatten, es tut mir leid, aber es war ausverkauft. Genauso wie der Aubergine-Aufstrich, den habe ich auch bloß zweimal mitgenommen, weil der ausverkauft war. Denn, und Pilz hatten sie auch. Ganze viermal da. Hier, der Pilzaufstrich, ne? Und dann war der auch alle. Ja, das ist eine müde Ausbeute, wird mir dann nicht so gefallen. Dann habe ich noch mal Vanillepudding neuen mitgenommen zum Backen. Hauptsächlich zum Backen. Und Mandeln gemahlen. Ich würde gerne mal ausprobieren, Marzipan selber zu machen. Und dafür habe ich schon mal gemahlene Mandeln einmal mitgenommen. Ich glaube, mit so einem Tütchen kommst du nicht weit. Aber zum Testen ist vielleicht nicht ganz schlecht. Oder ich kaufe noch mal Mandeln nach. Achso, und noch einmal Lippenpflege für mich. Und dann ist der zweite Beutel leer. Das war der DM-Einkauf für diese Woche. Ja, sieht eigentlich ganz niedlich aus, ne? Naja, gut. Okay, ihr Lieben. Damit werde ich das Video für heute beenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich über ein Däumchen, Kommentar und ein Abo. Und wenn ihr morgen wieder zu einer neuen Folge einschaltet. Bis morgen!